Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Iron Tucked Assassin's Creed Black Flag, wie schon gesehen. Ja, das ist jetzt sozusagen für uns jetzt der letzte Teil. Ja, es gibt zwar noch andere Teile, aber erstmal besitze ich die nicht. Zweitens nach dem letzten Teil, also mit Connor, Teil 3 sozusagen, mir einiges die Reihe, ja, das Spiel regelrecht versaut. Ja. Der Tod durch Desmond war mir doch ein wenig sehr krass gewesen, dass er sterben musste, nur damit halt die Erde weiterleben kann, wie sie jetzt besteht. Ja. Dann habe ich mir einiges geschworen, ich kaufe kein Teil mehr, weil halt Desmond tot ist. Weil diese Geschichte, dass das zwischen durch mal raus und wieder rein, das hat mir so, fand ich sehr interessant, fand ich sehr schön. Auch wenn andere es ist, naja, es anstrengend fanden, es sinnlos fanden, es überflüssig fanden. Ich fand es nicht überflüssig, weil es war ja die Geschichte von Desmond und nicht die Geschichte von Ezio Auditore oder von Altaïr oder von Connor, ja, sondern es ging alleine nur um Desmond, ja, um den heutigen Punkt, wieso er sozusagen damals im ersten Teil noch von Abstergo gefangen genommen worden ist, ja. So, aber nichtsdestotrotz, ich habe mir doch dann irgendwann Black Flag gekauft. Ja, gebe ich zu. Ich habe aber nur Black Flag, das normale Spiel, gekauft, aber keine DLCs, sonst irgendwas. Das habe ich mal weggelassen. Ich tue mal in der Zeit, wo ich mit euch quatsche, hier mal ganz kurz die Einstellung durchgehen. Und ja, das Schwimmen, das hat mir Spaß gemacht. Also das Schiffsfahren, das werdet ihr auch gleich sehen. Und ja, der Rest ist eigentlich ganz, ganz nett. Aber danach, die Syndicate, oder das habe ich ja auch schon mal vom Freund gezockt gehabt. Ja, den Rest kann ich alles anlassen. Auch soweit. Ja, es hat schon richtig Spaß gemacht. Also, auch das mit Schiffe fahren hier, Schiffe versenken und so weiter. Und ja, das ist hier sozusagen dann für uns der letzte Teil, den wir dann zusammen aufnehmen oder zusammen zocken werden. Die Teile danach, wie gesagt, besitze ich nicht, habe ich nicht und werde ich auch mir, ich glaube, auch nur dann kaufen, wenn sie mal 5 Euro im Angebot sind. Gebe ich ehrlich zu. Ja? Die reizen mich nicht mehr so. Auch jetzt das ganz neue Assassin's Creed, was rauskam. Oder was, ja, was rauskam, das ganz neue. Ägypten, ja, schön. Okay, na gut, aber nichtsdestotrotz, wir hauen jetzt hier mal los. Oh, meine alten Spielstände sind weg. Ja, okay, gut, okay. Ja, Iron. So, los geht's. Kannst du sie sehen? An die Kanonen! Ja, da sind wir schon zurück. Im großen Beschuss. Nimm jemand das Ruder. Ja, werde ich machen. Okay, und jetzt? Ganz mal steuern. Genau, jetzt sollen wir schon wieder feuern. Schon wie damals. Aber nur, dass es jetzt viel, viel interessanter wird. Gegner feuern! Feuer! Oh, nein! Bereit zu feuern? Bereit zu feuern, Sir! Ach Mist. Feuer! Ja, den habe ich schon mal versenkt. Bereit zum Schießen, doch nicht. Ach so. Ich seh nix. Feuer! Oh, Double geschafft.
Mist, stimmt ja, ich muss ja erst hier die rechte Maustaste drücken. Yay! Okay. Die Segel halten, los geht's! Feindliche Segel! Mehr von denen, Sir! Feuer! Entkommt die Kanonen, Männer! So! Feuer! Nein, 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 nein! Ist als Salzwasser! Ja, ich weiß! Bereit zu feiern, Sir! Feuer! Ja! Puh! Dann habt Befehle, Captain! Ja, ich muss warten, bis es hochkommt. Bereit! Feuer! Da gehen sie! Und ja! Sehr schön! Aufreihen! Geschafft! Ja! Das Magazin! Es explodiert! Oh! Lösch die Flammen! Mach schon, du räudiger Hund! Oh! Ja, der braucht uns nicht zu töten, wir sind schon selbst dran. Ist es gefährlich? Edward! Hm? Die Freibeuterei, ist es gefährlich? Wäre ja sonst nicht so gut bezahlt. Warum gehst du nicht zur Royal Navy? Du kriegst sicheres Geld, segelst mit Gentlemen. Ich pfeife auf diese Gentlemen. Für jeden Schilling, den ich verdiene, bekommt der Captain 600. So verdient man kein Vermögen. Wir brauchen kein Vermögen. Es geht nicht ums Brauchen, Caroline. Ich will Essen, das mich nicht krank macht. Ich will Wände, die den Wind abhalten. Ein angenehmes Leben. Wie lange wärst du unterwegs mit diesen Freibeutern? Ein Jahr, schätze ich. Höchstens zwei. Also gut. Nicht mehr als zwei. Versprich es. Okay. Nicht mehr als zwei Jahre. Okay. Da sind wir wieder aufgetaucht. Von den Toten zurück. Edward der Freibeuter. Höchstens zwei Jahre sind wir also unterwegs, ja? Ah, schneller schwimmen, okay. Ja, wenn das nur wirklich so einfach wäre. So. Ach ja, ist das schön. Geschafft. War's für dich auch so gut? Havanna. Ich muss nach Havanna. Dann baue ich uns schnell ein neues Schiff, oder? Ich bezahle dich. Ist es nicht das, worum es euch Piraten geht? 100 Escudos. Sprich weiter. Hilfst du oder nicht? Du hast dieses Gold nicht dabei, oder? Verfluchtes Piratenpack! Oh oh. Ja, Waffe leer. Nass geworden, hä? Dich hol ich mir, Früchtchen! Ach so, ja.
Den holen wir uns gleich. Na komm, Mann. Das war ein schlechter Anfang. Ja, ein bisschen schlecht. Wo kommt mir die Stimme bekannt vor? Oh, hier waren schon welche. Aber die Stimme, da bin ich echt überlegen. Es sind 100 Meilen oder mehr nach Havanna. Willst du den ganzen Weg laufen? Mir fällt gerade echt nicht ein, woher die Stimme kommt. Von welchem Schauspieler? Also ich weiß ungefähr, wo lang ich muss. Das sehe ich auf der Karte. Da geht's nicht hoch. Ah, um die Ecke. Okay. Aber echt, die Stimme fällt mir gerade nicht ein. So, einen Moment. So. Auch ohne Assassinen-Sinn können wir uns synchronisieren hier. Ja. Gucken, wo wir hin müssen. So. Okay, somit haben wir schon mal eine Schatzkiste aufgedeckt. Und die ist da unten. Okay. Ach so. Ach, da lang läuft er. Wo will der bloß hin? Folge mir und du stirbst. So, das haben wir schon mal geholt. Folge mir und du stirbst. Ja, ich folge dir doch. Ey, du wolltest mich erschießen. Nicht ich dich. Aber naja. Wir könnten uns zusammentun. Ich weiß nur nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich da hinrennen soll. Halte. Okay, im Freien zu. Okay, klar. Mist. Na gut. So. Ach, wir sind eh gleich alleine, also. Wirst du nicht erfahren. Ach so. Drücke. Ach so, okay. Das war's. Kein guter Assassine. Mr. Duncan Walpole. Ich nehme euer großzügiges Angebot an und erwarte eure Ankunft mit Spannung. So ihr tatsächlich in Besitz der gewünschten Informationen seid, werden wir euch großzügig belohnen. Obwohl mir euer Antlitz unbekannt ist, werde ich, glaube ich, das Kostüm wiedererkennen, für das euer geheimer Orden so berühmt ist. Also kommt zügig nach Havanna. Ich werde euch willkommen heißen wie einen Bruder. Sumas humilde servidor el gobernador Laureano Torres y Ayala. Mr. Walpole, holen wir eure Belohnung. So, da sind wir jetzt auch schon wieder zurück. Und die nächsten Schüsse gehen schon wieder los. Ja, der Kampf war natürlich sehr fix vorbei. Ich muss ganz kurz gucken. Schatzkarte.
Okay. Nee. Ach so. Mit Q einmal drücken, dann switch ich so hin und her. Okay. Gut. Ach so. Geld werfen, Schatzkarte. Okay, gut. Ja. Da waren Schüsse. So. Ich muss schon zugeben. Ein wenig jetzt. Ja, nicht mal aufgenommen. Dieser Schoner sollte ausreichen. Und. Da geht einfach die Steuerung flöten. Ja. Man vergisst einfach, wie das nochmal funktioniert. Alles. So, wir haben hier irgendwo eine Schatzkiste. Ja, nein. Die holen wir uns gleich erstmal, ha? So. Aber jetzt mal ehrlich, in einen Brief reinzuschreiben, dass ich nicht weiß, wie der aussieht, ja? Aber ich werde dich an Kostüm erkennen, das ist natürlich eine Einladung für jeden, ha? So ungefähr. Wo will man wissen, dass er wirklich der ist? Ja. Commodore ist auf dem Weg nach Kingston. Wir sollen das Schiff dieses Schurken übernehmen und folgen. Verzeiht, Kingston? Nein, unser Reiseziel ist Havanna. Ich bin ein Händler. Oh, oh, oh. Ja, das will ich doch drin verstecken. Schweig, du dreckiger Pirat. Du wirst hängen für deine Schandtaten. Sir, ich hatte nichts mit dem Angriff zu tun. Meine Crew und ich... Ach. Ach so, Okay. Ich zahle auf. Alles, was ihr wollt. Ja, wir plündern die erstmal. Ach. Bei Gottes Gnade, Sir. Ich danke euch. Ich bin euch ewig dankbar. Ist das deins? Es ist mein Schoner. Doch, hier liegt mein armer Kapitän und ich habe kein Talent fürs Segeln. Ich kann ein Schiff führen, keine Sorge. Ihr habt doch nicht vor, es mir abzunehmen, oder? Ich bin Duncan. Wie heißt du, Freund? Steed Bonnet. Nun, Meister Bonnet, das muss jetzt unter uns bleiben. Ich reise im Geheimauftrag von seiner Majestät, dem König, Gott schütze ihn, und muss unverzüglich Havanna erreichen. Ah, das höre ich gern, Sir. Havanna ist auch das Ziel meiner Reise. Wir haben denselben Weg. Dann sind wir verbündet. Ah, ihr habt mich beruhigt, Sir. Dabei hielt ich euch erst für einen Piraten, als ich euch sah. Ach was? Ja, ihr habt einige unkonventionelle Verhaltensweisen. Schnell und leicht, wenn ich das sagen darf. Das hat mich erschreckt. Aber bedenkt man alles? Dann ist es doch ein recht erbaulicher Tag geworden, meint ihr nicht? Erbaulich. Ja. So, hier war doch irgendwas mit einer Schatzkarte. Aber das machen wir gleich. Ohne ein Ruderboot werden wir wohl zum Schiff schwimmen müssen. Da gibt es wohl Schlimmeres. Okay. Eine Buddel voll rum. Naja, was hat er hier für eine Schatzkarte? Und wie? Schatzkarten, okay. Finde Schatzkarten bei den Leichen verstorbener Entdeckerkarten. Warum? Den richtigen Ort im Bild. Okay. Ah. Ach, das Wasser dort. 179. Also 180. 600. Okay. Ach. Wo weiß ich, wo ich gerade bin? Hier, da müsste ich hin. Aha. Okay, ja. Anstrengend, hätte ich doch den Mantel ausgezogen. Nun, da kommen wir so jetzt nicht hin. Können wir hier diese Schildkröte töten, die hier waren? Da? Nö. Okay.
Und hier hinten war auch noch eine Kiste. Die nehmen wir natürlich erstmal mit. Fix. Kohle ist immer gut. Achso, oh, da ist so ein komischer... Keine Ahnung. Da werde ich mich auch nochmal schlau rausmachen. Da oben ist er. Da hängt er. Ob die notwendig sind oder nicht. Wir gehen erstmal zurück zum Schiff und gut ist. Und ja, dann werde ich mich mal schlau machen, ob wir die Teile brauchen oder nicht. Untertauchen. Achso. Dum, 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 dum. Weggeknabbert vom Hai. Oh je. Nein, Entschuldigung. Musste gerade einfach so sein. So. Ach ja. So. Komm an Bord, Duncan. Sie ist nur ein Schoner, aber gut geeignet für meine Zwecke, für Warentransporte von meiner Plantage und dergleichen. Sie wird reichen. Es weht ein steifer Wind. Sollen wir volle Segel setzen? Ja, natürlich volle Segel. Ah, ich spüre den Wind in den Haaren. Der Geruch und der Geschmack der See haben etwas sehr Erfrischendes. Das herbe Aroma von Möglichkeiten. Das ist die beste Art, es zu sehen. Ah ja. Guck mal, da ist schon ein Schiff aufgelaufen. Jetzt fliegen wir wirklich mit dem Wind, was? Ein bisschen. Ach, ist das schön. Diese Leute waren besorgt wegen der Geschichten über Piraten in diesen Gewässern. Sind sie wirklich gefährlich? Was denkt ihr? Möglicherweise. Ein bisschen. Doch die meisten Piraten segeln über dem Wind zwischen Kuba und Hispaniola. Oh, verstehe. Ja, eine vielbefahrene Meerenge. Na, wir kommen hier rum. Doch ich sollte einen Piratenüberfall nicht fürchten, um ehrlich zu sein. Mein Schiff ist klein und ich besitze nichts von größerem Wert. Zuckerrohr und seine Produkte, Melasse, Rum und so Dinge. Kein Pirat, der etwas auf sich hält, würde ein Fässchen Rum verschmähen. Nun ja, ich schätze, ihr habt recht. Ja, was zu trinken wollen die immer. Aber Rumbrennen ist schon was anderes als Miet machen. Segel einholen! Volle Segel, Bewegung! Nebenbei trinke ich nochmal Kaffee. Entschuldigung. Für die Maus. So. Ist halt, wenn man nochmal nebenbei Kaffee, seinen warmen Kaffee genießt. Hab jetzt meinen freien Urlaubstag. Ein Pottwal! Geil. Ich finde das schön. Ihr seid der geborene Seemann. Ich habe einige Zeit als Rudergänger verbracht. 2 Jahre als Steuermann bei den Freibeutern. Schockschwere Not. Euer Leben klingt so großartig. So voller Abenteuer. So aufregend. Ich habe schon so einiges gesehen. Ei. So einiges gesehen. Okay. Ja. Wie ihr seht, die Kleidung, die er da hochgehoben hat, die er jetzt angezogen hat, die haben wir auch bei Connor gesehen gehabt. Ja, das war diese besondere Rüstung. Der erste Assassin. Arbeit. Sehr vielversprechend. Das war der erste Assassine in Amerika. Das wollte ich schon loswerden, bevor jetzt die nette Frauenstimme mich unterbrochen hat. Okay, ganz ruhig jetzt. Bitteschön. Willkommen zurück. Tja, die Zahlen sehen gut aus. Sehen wir mal, ob Ihr Verstand noch mitspielt. Bewegen Sie den Kopf und sehen Sie in diese Lichter, gleich hier. Nach oben. Wank. Danke. Runter. So weit, so gut. Stehen Sie auf. Bon. Achso, macht er Willkommen alleine. Beim Sample 17 Projekt. Bevor Sie anfangen, brauchen Sie noch das hier. Bitteschön. Test, test, 1, 2, 3, hallo, bonjour, c'est bon? Klappt es? Ja. Okay,
Gehen wir eine Runde. Sie haben ja schon Erinnerungsforschung betrieben, aber nicht in diesem Ausmaß, was überraschend ist. Sie haben Talent. Die Datenströme waren sehr stabil. Ja, willkommen im Abstergo. Ich hoffe nur, wir finden einen Vorfahren aus dem... Beeindruckend, nicht? Das Gebäude ist kaum 6 Monate alt. Aber das Abstergo Entertainment Studio gibt es schon ein paar Jahre. Seit 2010. Oh, die läuft schon weiter. Entschuldigung. Als war Asiatin, glaube ich. Klingt verwirrend. Kennen Sie Liberation? Unser erster Titel mit der Animus-Technik. Das war nur die Spitze des Eisbergs. Nö, kenn ich nicht. Enthüllen wir unsere kommerziellen Animus-Server für Spieler in der ganzen Welt. Sie bieten natürlich nur passive Erfahrungen. Bearbeitete Versionen der Geschichte. Nur die spannendsten Stellen. Und wir glauben, wir haben das perfekte Thema für unser erstes Großprojekt gefunden. Karibische Piraten. Das ist Ihr Job. Ah ja, ach ja, klar. Eine Minute, d'accord? Oh, danke, Nancy. Bonne journée. C'est bon, tout est prêt. Magnifique, merci. Das ist für Sie, unser wichtigstes Handwerkszeug. Ihr Kommunikator. Ziemlich Schalten groß. Schalten Sie ihn ein, ist raffiniert. Haben Sie bemerkt, dass die Sicherheit hier etwas lax ist? Ihr Kommunikator ist nämlich ein Universalschlüssel. Aha. Ne, mit E kann ich nichts machen, obwohl da... Okay. Kriege ich einen Kaffee? Ich will einen Kaffee! Okay, Kaffee schwarz-weiß und, naja, ich weiß nicht, soll das ein Muffin sein? Und ein Muffin, bitte. Die 3-Stunden-Regel, wie die Richtlinien sagen. Es gibt gute Gründe Was? Dafür. 3 Stunden? Bin ja schon weg, tschüss. Gibt's keinen Kaffee. Merke ich schon. Sehr zuvorkommen. Echte Bäume, Wahnsinn. Ist da unten überhaupt was drinne? Nur normale Fische, hä? Nee, ein Oktopus da unten. Cool. Oh, ist doch ein bisschen groß. Okay, ja, ich komme ja schon, Schon ein wenig her, wo ich gespielt habe. Ein sehr wenig her. Ich glaube, damals, wo es rausgekommen ist, habe ich gespielt. Dieses blinkende Symbol? Sie sind mit dem Aufzug vorbei. Ich überlasse Ihnen die Ehre. Unser Ziel ist das Sample 17 Studio. 2. Stock. Okay. Wo bin ich jetzt reingekommen? Warte mal, da stand sie. Bereit? Hier. Dann los. Oh, ich bin ja schon oben. Ich dachte, wir fahren ein ganzes Stück hoch. Okay. Ah, unsere Boss, Olivier Ganot, unser CCO. Ich stelle sie vor. Bonjour. Salut, Melanie. Ça va bien? Oui, merci. Kennen Sie den Neuen? Hat heute angefangen. Bisher nicht. Bonjour. Welches Projekt? Sample 17, die Kenway-Linie. Haytham, Connell... Edward, der Pirat. Ahoi, Matrose. Sehr aufregend. Willkommen an Bord. Melanie, kann ich Sie kurz in Ihrem Büro sprechen? Ich mache das nur schnell fertig und wir sehen uns in 5 Minuten. C'est bon. War mir ein Vergnügen. Okay. Also, das ist die Sample 17 Etage. Hier tauchen wir in die Erinnerungen eines edlen Spenders ein. Desmond Miles. Wir nehmen nur die besten Stellen aus seiner DNA. Und hoffentlich können wir eines Tages ein paar fantastische Erfahrungen daraus schmieden. Okay. Von Desmond Miles. Diese Beine gehören John, einem der IT-Magier. Er repariert gerade was für Sie. Nicht repariert, kalibriert. Kalibriert, okay. Nun, da wären wir. Ihre eigene Animus Workstation. Sie gehört Ihnen. Setzen Sie sich hin und finden Sie gutes Material. Brauchen Sie Hilfe oder Tipps? Der Animus enthält eine Reihe von Tutorials, die Ihnen weiterhelfen. Ich sehe Sie dann später. Viel Spaß. Okay. Nee, zum Animus will ich noch nicht rein. Einmal kurz mal hier umschauen, ja? So, der Techniker technikt noch rum.
Nur das Bild sagt mir jetzt gar nichts. Und das ist hier Edward jetzt, den wir haben. Also wir haben hier ein paar Figuren, die wir aufstellen können. Okay. Wir gucken uns mal das Büro an. Ah, hier sitzt gerade jemand drinne. Okay. Ach, guck mal an. Der hat schon ein paar andere hier entdeckt. Okay. Cool. Okay, gucken wir. Okay. Was wir eigentlich wollen, dass ich hier sehr, sehr wohl. Glaubst du nicht, dass die Lage mir gerät, wenn wir sich nicht mehr machen? Was ist das denn? Was wir wollen, hey, dass wir hier sind. Kein Problem. Ich weiß noch nicht, dass er das erste Mal länger zu stehen. Was ist das hier? Okay. Haftnotiz. Im 17. und 18. Jahrhundert wurde die Welt zu einem unanständigen Ort. Ja, klar. Die war schon früher unanständig. Okay. Deren wahren Zweck während der industriellen Revolution in vergangener... Was geriet? Hier waren die industriellen Mächte, die wir in solchen großen Zahlen... was entfesselten. Ohne ihnen Zweck. Okay. Achso, mit Escape raus. Was ist das hier? Was ist das hier? Anweisung, hoffentlich viel Erfolg bei den. Achso. Sozusagen kleine Haftnotizen. Oh, 20 Haftnotizen. Ist das jetzt unser Setting? Ich glaube schon, ja. Ja, genau. Hier, ich glaube, der hier mit dem Bart ist, glaube ich. Blackbird, dann Kenwood, ja, keine Ahnung, wer die anderen drei sind. Keine Ahnung. Ja, okay, in die Toiletten will ich nicht. Was gibt's denn hier zu essen? So, und wehe, du kriegst nichts raus. Zum dritten Mal jetzt. Oh, da würde ich voll abkotzen. Na, ich würde jetzt hier der Empfangsdame Bescheid sagen und sagen, hier, der Automat hat mein Geld geschluckt. Boah, ey. Okay. Und was ist das hier? Ach, das ist die Brille, die wir aufsetzen dann, wahrscheinlich. Um gucken zu können. Und hier? Okay, hier haben wir auch nur Leute so. Mhm. Hier ist so komische Musik, hört ihr das? Achso, es kommt von hier wahrscheinlich, oder? Wie gesagt, einmal rumgucken. Hä? Achso, ist abgeschlossen. Okay. Abgeschlossen. Sehe ich gerade. Okay. Dann gehen wir weiter. Was? Ich weiß nicht, das ist irgendwie steril. Und ich fühle mich ständig beobachtet. Ja, aber der Boden knarzt nicht. Es gibt keine Mäuse. Naja, wenn hier Mäuse geben würde, also jetzt mal bitte. Na gut, dann gehen wir mal rein in den Animus. Ah, da ist die Brille. Okay. Willkommen zu Animus Omega. Abstergo Entertainments proprietäres Erinnerungserforschungsprogramm. Sollten Sie Fragen, Kommentare oder Bedenken haben, was die Bedienung der Animus-Konsole angeht, wenden Sie sich bitte an Ihre Projektleiterin Melanie LeMay. Sie wurden als Mitglied des Sample 17 Projekts angemeldet. Ihr wichtigstes Forschungsziel ist Edward James Kenway, geboren am 10. März 1693, Swansea, Wales. Kalibrierung beendet. Alle Signale normal, alle Systeme optimal, extraneurale Transmitter aktiviert. Das ist wie die VR-Brille jetzt. Oder VR-Brille oder wie auch immer man das Ding nennt. Ja. Genau. Assassin's Creed Black Flag. Yeah.
Ich habe ja die Musik schließlich ganz schön runtergedreht. Da werden wir sehen, ob wir irgendwie Ton haben in einigen Sachen oder gar keinen Ton haben. Ah, lebendiges Havanna. Ich war schon einmal hier. Ein sehr zweifelhaftes Vergnügen. Aha. 1715. Okay. Jemand, den du kennst? Nein. Ich will nur freundlich sein. Ich möchte nicht wieder für einen Piraten gehalten werden. Stimmt. Markante Schurken wie du müssen Acht geben. Ja. Die will doch irgendwas, die Frau. So wie es aussieht. Verrückt, dass England und Spanien vor 2 Jahren noch im Krieg waren, oder? Hier bin ich und handle mit Spaniern, als wären es meine Vettern. Stimmt was nicht, Duncan? Nein, gar nicht. Sand in der Kimme. Wo ist die beste Absteige in der Stadt? Ich sterbe für ein Nickerchen. Oder Siesta besser gesagt. Ich bin auf dem Weg zu einer Gaststätte, um Händler zu treffen. Ich könnte euch den Weg zeigen. Dann geh vor. Achso, Spanier sind da. Ich hoffe, ihr verweilt, während ich dem Treffen beiwohne. Es würde mich beruhigen, einen Mann eurer Statur in der Nähe zu haben, im Falle eines Missverständnisses. Ich kann gerne bleiben. Vielleicht trinke ich was. Bestens, ein Umtrunk. Nun, die haben kein Herz für Piraten hier, oder? Ich frage mich, wie viele Real die gestohlen haben, um so zu enden. Ja, einiges bestimmt. Ah, guck mal, da haben wir schon mal die ersten Kortisanen, unsere Konkubinen, ja, oder leichten Frauen. Hola, die Damen. Ihr kennt diese Frauen doch nicht. Nein, sie verlangen Geld für dieses Privileg. Ein paar Dutzend Real für jede Stunde Bekanntschaft. Interessiert? Nein, um Gottes Willen, ich bin ein vermählter Mann. Vermählte Männer sind ihre Stärke. Achso, wollte schon sagen, warum kann er nicht schneller laufen? Da lang. Hier ist ein Lieferant für persönliche Waffen. Ich sollte mir eine Klinge besorgen, Duncan. Eine, wie ihr habt. Das rostige Messer ist kaum der Rede wert. Auch dann komme ich mir vor wie ein Schoßhund, wenn ich euch so nachlaufe. Vielleicht wäre ein kleiner Dolch angemessen. Mal sehen, was er anbietet. Vielleicht kaufe ich auch ein Schwert und wir steigen beide im Raum. Oh, wir werden ein tolles Team, wir zwei. Teufelskerle. Dann leih mir ein paar Real, Mann. Ich hab dich gerettet. Ja, natürlich. Danke. Okay. Dann gehen wir mal einkaufen. Pistolen? Achso, Schwertsets. Okay. Das passt schon viel besser. Wie lief's bei dir? Es hat nur für ein kleines Messer gereicht, leider. Doch, im Zweikampf kann's helfen. Genau. Oh, Herr Jemine. Ich hab uns in die Irre geführt, Duncan. Das macht nichts. Ich verschaffe uns einen Überblick. Wonach suchen wir? Ah, eine Taverne mit einer Art Biergarten. Okay. Dann mal hoch da. Ah, ich hör's doch glitzern. Meine Güte, ihr seid aber beweglich. An jedem Finger ein Haken. Daran erkennt man den echten Seemann. Aha, ja. Sehr gut gesagt. Ach so, da unten. Wartet mal. Den werde ich natürlich jetzt holen. Wenn ich jetzt einmal schon dabei bin. Havanna-Fragment. Weil ich nämlich nicht weiß, ob wir die doch brauchen oder nicht. Deswegen. Ja. Biergarten. Sehe ich das auch mal so, ohne zu synchronisieren vorher? Nö, ha? Das Ding hier unten meint er bestimmt nicht. Na gut, mal gucken. Ein Biergarten, tut mir leid, also. Ich glaube, ich sehe die Schenke. Nicht mehr weit. Halt durch! Guter Gott, was soll ich tun? Ich kann nicht atmen. Halt, oder ich brech dir die Knie, wenn ich dich kriege. Ja, komm her, aus dem Weg. Gleich hab ich dich, du Hundspott. Okay.
Nicht mehr lange! Ja. Ich will dich nicht in den Hafen jagen! So. Du hast den Falschen beraubt, Mann. Einen Mann mit gefährlichen Freunden. Kann man den auch... Ja. Man kann ihn auch töten. Sehr gut. Bestehle den Boten. Haben wir geschafft. Bestohlen und getötet den Boten. Ganz einfach. So. Danke! Bei Zeus, ihr Loch! Ja, natürlich. Lebe ich. Der Knilch war kein Problem. Ah, ja. Ah, wir sind am Ziel. Ja, Piraten. Lass dir Zeit, ich warte hier. Was denn, ein Waliser hier mitten im Kanakenland? Bin auch Engländer. Und schlag die Zeit tot, bis der nächste Krieg mich wieder ruft. Zum Glück hat King George einen Pisspot wie dich unter seiner Flagge. Oi, Schlingel! Dein Gesicht kenne ich doch. Du gehörst zu den Piraten unten in Nassau. Halt dein vorlautes Maul, sonst stopfe ich es dir, verstanden? Edward, oder? Du Bastard! Hey, ich habe ihn gewarnt. Okay. Du willst eine Abreibung? Ich gebe dir eine. Na kommt, Leute. Ich habe Vögel mit dickeren Armen gesehen. Achso, Konton mit E und dann nochmal E. Okay. Okay, das heißt jetzt, dass wir durchkontern hier, oder was? Na kommt! Ah, das war's. Okay. ¡Fuera de la carretera! ¡Tienes soldados! ¡Corre! Ihr lasst mich doch nicht allein! Ich hol dich ein! ¡Perro inglés! Okay. Rauchbombe. Ich hab ne Rauchbombe? Okay. Ah, falsch gelaufen. Nein! Okay, ich dachte, ich kann da hochlaufen. Okay. Okay. Ich habe gerade keine Ahnung, wo lang ich laufen muss. Okay. Ich nehme mal doch die Schwerter. Mission beendet. Okay. Den... Was? Taschendieb rammen. Oh. Okay. Nur rammen. Naja, Pech. Hä? Warum liegt denn da auf einmal einer... Okay. Noch suchen die mich? Hm. Okay. Halt, wartet, hier ist noch eine Kiste. Wo bist du da? Na. So. Okay. What did you do that for?
Dann klettern wir erstmal hier hoch. Ja, bin doch schon weg, bin doch schon... Okay, gut. Gut. Dann können wir wieder flitzen. So. Steht irgendwo eine Entfernung drauf? Nee, steht keine Entfernung. Okay. Um ihn sozusagen zu finden, wo der ist. Ach, lassen wir mal die Kiste in Ruhe. Ach, wir fahren wieder zurück mit dem Schiff? Okay. Oh ja. Verzeih den plötzlichen Abgang. Ein kleines Missverständnis. Leider nur eins von vielen. Ah, oh, Himmel. Tut mir leid, Freund, das war meine Schuld. Ich versuche nur, den Spanier nicht ins Auge zu fallen. Das macht fast nichts. Unglücklicherweise haben die Soldaten meinen Zucker konfisziert. Und eure Depesche. Mist. Wo sind sie hin? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Schätze, diese Burschen wissen es, doch mein Spanisch ist muy mal dat. Also frage ich lieber nicht. Verdammt. Nun gut, komm, folgen wir ihnen und retten meine Karten. Und mein Zucker? Was, in meinen Unterhosen? Das werden wir ja sehen. Und mein Zucker, okay. Oh, jetzt habe ich schon Adler. Ja, ich habe doch Adlerauge schon ausgerufen. Das weiß ich doch. Ja. Dagegen, wenn ich mich euch anschließe? Nicht, wenn du still bist und außer Sicht bleibst. Bonnet! Ich glaube, bald habe ich die. Still! Ich fürchte, die wissen von uns! Sei leise! Oh, vielleicht teilen wir uns auf! Um sie zu verwirren. Das war deine beste Idee heute. Ja, teile dich mal auf. Genau. Mit der Leertaste kann ich ein bisschen schneller gehen. Das ist sehr schön. Buenos dias, señores. Ihr seid spät. Ja. Das tut uns sehr leid. Unser Captain hinkt uns auf. Das wäre Captain Mendoza? Ja, Senor. Er freut sich sehr, euch zu treffen. Er musste vorher noch zu einer Hinrichtung, Senor. Hinrichtung? Ich liebe Hinrichtungen. Ja, Senor. Sehr amüsant. Wenn es noch dazu können wir los, wenn es euch beliebt. Okay. Na, das läuft vor. Sehr gut. Haha, ich bin falscher Seite, ich bin hier. Und vor allem, wenn Captain Mendoza die Falltür öffnet. Der Mann schuldet mir Geld für Sklaven, die ich ihm verkaufte. Natürlich, Senor. Captain Mendoza wird euch gerne bezahlen. Wir haben Fracht geladen, Zucker und dergleichen. Exzellent. Mist. Okay. Achso, durch das Adlerauge sehe ich also so, oder weiß ich ungefähr, wo sie rauskommen, sozusagen. Die Glocke, Senor. Die Hinrichtung wird bald beginnen. Dann sollten wir nicht träumen. Ja, Senor. Gehen wir. Okay. Mädels, wo bleibt ihr denn? Ach, Mist. Ich verfolge die doch schon. Okay. Mm.
Mann, wie weit denn noch? Entschuldigung. Señor. Captain Mendoza muss den Mann nur hängen und dann wird er euch euer Geld bringen. Ich will keine Real, denkt daran. Ich will Waren, die ich verkaufen kann. Tabak und Zucker. Si, si, wir haben guten Zucker. Kisten, die wir gestern einem fetten Engländer abnahmen. Der Engländer? Por el delito de motín contra sí, tu capitán, Zucker von Barbados, sehr fein. Wir haben ihn im Castillo, nachdem der Mann gestern Abend einen Streit vom Zaun brach. Er floh und ließ den Zucker zurück. Sehr großzügig. Ein Anfang. Soll ich ihn dann zum Castillo begleiten? Nein, Senor. Captain Mendoza wird ihn euch schicken, glaube ich. Ihr werdet sehen. Guter Gott, ist dieser Riese euer Captain Mendoza? Welcher denn? Das da? Nein, Senor. Das ist El Tiburón, einer von Gouverneur Torres' Männern. Okay. Das müsste der sein, hä? Nee, doch nicht. Okay. Kommt mit, Mädels, genau. Den Kapitän verfolgen. Ja klar, machen wir. Castello Santa Silvetto. Mach Mist. Ach, ernsthaft? Ach, Mist. Lasst meine Frauen in Ruhe, die brauche ich noch. Hier bleiben. Genau. Hey, du, quieto! Detenerlo ya! Ach, Mist. Ich wurde beim Taschendiebstahl erwischt. Ah, so, okay. So. Ah, geht doch alles. Noch kommen keine Wachen. Das ist gut. Aber die Kohle können wir schon mal beschlagnahmen. Dankeschön, Jungs. Ist zwar nicht sehr viel, aber naja. So, jetzt soll ich da reinkommen. Das sieht doch hier gut aus. Wartet mal, einen Moment. Ach, Edward. Okay. Wie kann ich denn? So. Oh.
Okay. Klettern kann ich hier nicht so richtig. So. Mal schnell mitkommen. So, okay. Oh, was ist das hier? Ach, hier können wir uns drin verstecken. Musketen. Okay. Ich wette drum, ich darf hier keinen K.O. machen, sondern unentdeckt und ohne jemanden zu verletzen nur durchkommen. Um hundertprozentige Synchronität zu bekommen. Damit wette ich doch drum. Hier war noch eine Kiste da. Die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Aber wie weit müssen wir denn? Ah, hier kommen wir hoch. Oder? Du. Okay, wartet mal. So, so. Okay. Intentan dejarnos atrás, gusano. Un momento. ¿Y si no ha huido? Es una buena madriguera. So. Alle ausgeschaltet. Und kein getötet. Mann, bin ich gut. Ja, genau. Keine Ahnung, was das für ein Stein sein soll. Kein Zucker. Genau. So. Naja, so geht's auch. Hauptsache, wir haben unser Teil wieder. Was interessiert uns der kleine, dicke Mann? So ungefähr. Denkt sich doch nur Edward. Hauptsache, er hat sein Zeug wieder. Weil, wie soll er denn überhaupt 3 Kisten wegbekommen? Ups. So. So. Entlädt schon wieder? Hä? Tut mir leid wegen dem Zucker. Ich habe nur ein paar Hände. Kein großer Verlust. Ich habe noch reichlich andere Fracht, um die Reise profitabel zu gestalten. Wirst du lange hier bleiben? Ein paar Wochen, ja. Dann zurück nach Barbados in die Tristesse des Familienlebens. Wähle nicht die Tristesse. Segle nach Nassau. Leb dein Leben, wie du willst. Habe ich nicht gehört, dass es in Nassau vor Piraten wimmelt? Das klingt irgendwie schäbig. Nicht schäbig. Befreit. Oh Gott. Das wäre ein Abenteuer. Aber nein, nein. Ich bin Ehemann und Vater und trage große Verantwortung. Das Leben ist mehr als Freude und Ablenkung, Duncan. Hey, Bonnet. Ich heiße Edward in Wahrheit. Duncan ist nur ein Deckname. Ah. Ein geheimer Name für euer Geheimtreffen mit dem Gouverneur. Der Gouverneur, ja. Ich glaube, ich ließ ihn lange genug warten. Ah ja.
Tänzerin anheulen, um Wachen abzulenken, nicht im Kampf erwischt werden. Ja, das war jetzt oben auf der Festung. Naja, egal, nicht so schlimm. So, das heißt, wir haben jetzt die Stunde schon aufgenommen. Ich werde das jetzt eigentlich so halten. Ich werde nicht gewisse Minuten an Videos raushauen, sondern ich werde einfach zocken, wie ich Lust habe. Und ja, dann auch aufnehmen. Natürlich werde ich hier erkunden, freischalten die Karte, weil wenn wir uns mal die Karte hier angucken, mal ganz in Ruhe, ja, ist ja doch schon ein bisschen groß, ja. Ich werde die Sachen hier freischalten. Oh, was ist das für ein Totenkopf? Was ist das für ein Totenkopf? Was bist du? Assassinauftrag. Achso, oh, cool. Ja, wie gesagt, ich werde hier auch dann die Sachen freischalten und dann, mal gucken. Das ist hier unsere Weltkarte, die wir haben. Also, hier können wir genug machen, ja. Deswegen werde ich halt diese Inseln selbst erkunden. Und das Wichtigste von allen werden wir dann zusammen machen. Und, ja, naja, jetzt lassen wir halt den Gouverneur nicht warten, ja. Das werde ich noch mit euch machen, ganz in Ruhe. Und dann werde ich mich mal schlau machen, ob wir diese Art Fragmente... In der Nähe soll doch irgendwo eins sein. Irgendwo. Da. War da? Einmal so. Müsste jetzt. Ne, okay. Ob wir die brauchen oder nicht brauchen, ja. Was, ob. Oder überhaupt, was wir für diese Sachen dann bekommen jeweils. Ja. Aber trotzdem, das werde ich mir dann halt in Ruhe dann mal reinpfeifen, ob das überhaupt wichtig ist oder nicht. Genauso wie diese Musiknoten. Doch, die Musiknoten sind wichtig, das weiß ich. Weil nämlich unsere Schiffe nämlich musikalisch sind. Und die Musik hätte ich doch schon gerne. Genau. So. Das sind nämlich so kleine Lieder, die dann unsere Seemänner dann spielen können. Und das finde ich doch schon ein wenig sehr nett, weil das diese Musik ist schon echt cool. Hä? Wird gekämpft? Okay. Ich bin nicht mal Seemann. Bist doch Miss Sugar. So. Du hast mir den Hals gerettet, Captain. Ich danke dir von Herzen. Cool. Ja, ich musste einfach helfen. Anheuern. Ach, Kämpfer könnte ich mir hier anheuern, okay. Ja, toll, ist verschlossen. Meister Wolpe, nehm ich an. Okay, Meister Wolpe. Buenos dias. Duncan Walpole aus England. Ich will zum Gouverneur. Ich glaube, er erwartet mich. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Ja, ich kann jetzt kein Kurier abfangen. Danke. Okay. Ese es el hombre? El... ¿Cómo lo llamabas? ¿Asesino? Sí, Duncan Walpole. Debería haber llegado hace muchos días. No me gusta que los extranjeros se paseen por nuestra ciudad. No me fío de ellos. Ja, toll. Cállate. El gobernador tiene invitados. Nee, rennen kann ich hier nicht. Ich kann nicht rennen. Geht nicht. Un hombre rudo. Le suponía un aspecto más... Aber ja, ich bin Assassino. Llévame ese señor. Naja, Pirat. Getarnter. Getarnter Pirat. Hey, 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 hey. Passt mal bloß auf, Jungs, ja? Nicht so nah kommen. Guten Morgen, Sir. Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr Duncan Walpole seid? Der bin ich. Das dachte ich mir. Woods Rogers. Eine Ehre. Ebenso. Ich muss sagen, meine Frau ist keine gute Beobachterin. Verzeihung? Mein Weib. Ihr traft sie vor einigen Jahren beim Maskenball der Percys. Ah, nun.
Sie nannte euch teuflisch gut aussehend. Offenbar eine Lüge, um mich eifersüchtig zu machen. Julien, unser Ehrengast ist eingetroffen, Mr. Duncan Walpole. Julien Ducasse. Ich hoffe, euer Übertritt in unseren Orden ist aufrichtig. Ich schätze die Assassinen nicht, doch Lügner noch viel weniger. Ich kam nicht her, um zu enttäuschen. Wie wär's mit etwas Sport, Duncan? Ah, ein Überläufer. Der Mann ist noch nicht bereit für uns. Okay. Ihr habt meine besten zwei Paare baugleicher Pistolen, Duncan. Seid bitte vorsichtig damit. Hätte ich acht, würde ich sie wie meine Söhne behandeln. Verschießt ein paar Kugeln, wenn ihr mögt. Entwickelt ein Gefühl. Okay. Ich kämpfte einst mit einem Mann, der 9 Pistolen bei sich trug. Sie waren durchschlagend im Kampf, doch hinderten sie ihn am Schwimmen. Leider. Hört, hört. Gut durch, was? Ich warte auf den Tag, an dem eine Waffe 4 Kugeln fasst. Nicht andersherum. Ihr solltet einen englischen Freund von mir treffen, Julien. James Puckle. Er arbeitet an etwas Außergewöhnlichem. Magnifique! Okay. Drücke F, um die... Yeah! Okay. Wollen wir fortsetzen? Herausforderung? Nun gut. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Denkt daran, trefft alle Ziele innerhalb der genauen Zeit. Ach so, oh, das geht gar nicht. Hm. Nee, das. So ein Pech. Nochmal. Ja, wartet, wartet. Das will ich wenigstens machen. Eine einfache Aufgabe. Versucht, jedes Ziel zu treffen, bevor dieses Stundenglas leer ist. Okay. Denkt daran. Trefft alle Ziele innerhalb der erlaubten Zeit. Okay, okay, komm, 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 komm. Yeah, 350. So, okay. Dann mal weiter. Duncan, wo sind eure Klingen? Nie war jemand schlechter ausgerüstet als ihr. Ah, beschädigt leider. Nicht mehr zu retten. Aha. Trefft eure Wahl. Wo habt ihr die alle gefunden? Ich habe sie nicht gefunden. Ich nahm sie. Es sind Souvenir. Ah ja, er hat genug Assassinen also getötet, um diese Klinge zu bekommen. Zwei Klingen. So will es der Brauch, oui. Brauch, ei. Duncan, wärt ihr so freundlich, uns eure Techniken zu demonstrieren? Nun, ich... Ihr müsst. In Erwartung eurer Ankunft haben wir einen kleinen Übungsparcours vorbereitet. Ja, super. Es wäre schade, abzureisen, ohne euch in Aktion zu sehen. Ja, natürlich. Ich meine, wenn die Zeit es erlaubt, zeige ich euch alles, was ich weiß. Ihr. Seht ihr? Perfekt auf euch abgestimmte Situationen. Legt los. Die Klinge in der Menge ist das Einfachste. Nichts Grandioses. Nur schnell und sauber. Okay. Näher dich. Achso, das Ziel. Einfach so. Zeigt uns noch eine Technik. Recht einfallsreich, Heuhaufen als Deckung zu nutzen, meint ihr nicht? Achso. Genau, das ist der Punkt.
geheim halten. Das Überraschungsmoment ist von allergrößter Bedeutung. Ist es nicht so? Vor allem an uneinsehbaren Ecken. Ja, so. Ich soll mich jetzt von hinten bewegen. Von hinten entgegen wahrscheinlich und dann... Meiner Treu. Ein cleverer Trick. Neben ihrer offenkundigen Wirksamkeit sind Luftattentate von poetischer Schönheit. Seid ihr es uns? Ein Luftattentat, okay. Magnifique. Noch was? Es besteht auch die Möglichkeit, den Todesstoß im vollen Lauf auszuführen. Ja klar, um weiterzurennen. Welch unwiderstehlicher Ieb! Wunderbar! Ja. Die Assassinen haben euch gut ausgebildet. Ihr habt ihnen im rechten Moment den Rücken gekehrt. Das war riskant, schätze ich. Die Assassinen zu hintergehen kann äußerst ungesund sein. Und Schnaps zu trinken ebenfalls. Doch einige Risiken nehme ich gern in Kauf. Und was ist euer Anliegen hier, Sir? Seid ihr ein Mitarbeiter des Gouverneurs oder ein fast Bekannter wie ich selbst? Gewehre, Klingen, Kanonen, Granaten. Alles, was einen Mann töten kann, liefere ich euch mit Freude. Also eine Art Schmuggler. Und wie geht es eurem Weib der Zeit, Captain Rogers? Ist sie hier, in Havanna? Es wird ihr gut gehen, auch wenn ich es nicht weiß. Ich war über 14 Monate in Madagaskar, Piraten jagen. Es war mühsam, die Schurken von dort zu vertreiben, doch wir schaffen es. In Zukunft gedenke ich, dieselbe Taktik in der Karibik einzusetzen. Und wie wurdet ihr mit ihnen fertig? Das war nicht schwer. Viele Piraten sind nicht klüger als Affen. Ich ließ ihnen einfach die Wahl, das Pardon annehmen und arm aber frei nach England zurückkehren oder auf der Stelle gehängt werden. Ah, dann könnte Nassau euer nächstes Ziel sein. Wie scharfsinnig, Duncan. Jawohl. Na dann, viel Glück. Ja. Großmeister Torres, Mr. Duncan Walpole ist eingetroffen. Sie. Ihr wurdet vor einer Woche erwartet. Verzeiht, Gouverneur. Es gab einen Überfall durch Piraten. Wir wurden versenkt. Ich traf erst gestern hier ein. Bedauernswert. Verzeiht meine Vorsicht, doch konntet ihr das vor diesen Piraten retten, was ihr mir versprochen habt? Ja, Sir, konnte ich. Incredible. Die Assassinen haben mehr Ressourcen, als ich gedacht hätte, jedoch. Nicht genug, um uns abzuschrecken. Ich freue mich sehr, euch endlich zu treffen, Duncan. Höchst willkommen. Kommt, meine Herren, wir haben viel zu besprechen. Okay. Endlich beisammen. Und in solch kontinentaler Gesellschaft. England, Frankreich, Spanien, die Bürger trauriger und korrupter Reiche. Doch nun seid ihr Templer. Die geheimen und wahren Herrscher dieser Welt. Bitte, streckt eure Hände aus. Verinnerlicht und achtet unsere Absichten. Führt alle verirrten Seelen, bis sie auf dem rechten Weg sind. Leitet alle verirrten Triebe, bis die Leidenschaft sich abkühlt. Lenkt alle verirrten Geister zu sauberen Gedanken. Im Lichte des Vaters des Verstehens. Lasst uns zu Werke gehen. Okay. Hier, ein Templer. Tada! Vor Jahrzehnten übertrug mir der Rat die Aufgabe, hier in der Karibik einen vergessenen Ort zu finden, den die Vorläufer einst das Observatorium nannten. Seht her. Seht euch diese Bilder an und prägt sie euch gut ein. Sie erzählen eine uralte Geschichte. Seit zwei Dekaden bemühe ich mich, das Observatorium zu finden.
einen Ort, der angeblich ein Werkzeug von unvorstellbarer Macht beherbergen soll. Es enthält eine Art Armeiasphäre sozusagen. Ein Gerät, das uns die Macht verleiht, jeden Mann auf der Erde zu finden und zu beobachten, wo immer er sich... Stellt euch einmal vor, wie es wäre, eine solche Macht zu haben. Mit diesem Gerät gäbe es keine Geheimnisse mehr. Keine Lügen, keine Betrüger. Nur Gerechtigkeit, wahre Gerechtigkeit. Das ist das Versprechen des Observatoriums. Und wir müssen es für uns gewinnen. Kennen wir denn seinen Standort? Reden wir bald. Denn der Einzige, der ihn kennt, ist in unserer Gewalt. Ein Mann namens Roberts. Er galt einst als Weiser. Es ist 45 Jahre her, dass jemand einen wahren Weisen sah. Können wir sicher sein, dass er echt ist? Wir sind überzeugt davon. Die Assassinen werden ihn sich holen. Okay. Ja, das werden sie. Doch. Dank Duncan und der Informationen, die er uns brachte, werden die Assassinen kein Problem für uns darstellen. Okay. Morgen wird sich alles aufklären, meine Herren. Wenn ihr den Weisen persönlich trefft. Bis dahin, lasst uns trinken. Mitgenommen. Lasst uns das Observatorium gemeinsam finden. Denn vor seiner Macht werden Könige fallen, der Klerus erblassen und die Herzen der Welt werden uns gehören. Okay. Ja, das haben wir doch schon mal geschafft. Feedback geben. Ja, hier kommen fette 5 Punkte. Wie können wir das steigern? Achso, ja, ist okay. Lassen wir so. Okay. Geben wir fettes Feedback. Schlaft gut, okay. Duncan. Morgen wird die Schatzflotte einlaufen und damit eure Belohnung. Und danach besprechen wir unser Vorgehen. Ich freue mich drauf. Exzellente. Trefft mich unten an den Docks gleich als erstes morgen früh. Ach Mist, ich wollte noch die Kiste klauen. Ach Menno, okay. Gouverneur Torres erbittet eure Anwesenheit an den Docks, neben dem Castillo. Gleich morgen früh. Ja. So, was haben wir hier? 500, den Kurier abfangen. Was ist der schnell? Okay, okay, okay. Ich krieg dich, ich krieg dich. So. Geschafft. Okay. Ach, wisst ihr was? Bevor wir zu den Docks gehen, ja, werde ich mich jetzt hier von euch verabschieden. Ja. Ich werde soweit die Stadt erkunden. Ja, also die Punkte oben erklimmen. Und ja, wir sehen uns dann erstmal beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch erstmal noch einen schönen Abend. Ja. Und bis dahin alles Gute und ciao, ciao euch erstmal.